Hey Leute, hier ist Aldemar, zurück mit dem wunderschönen Foundation. Und dann eigentlich, warte, Kameraführung. Foundation, Überschrift. Ach, jedes Mal, ne? So schön, so wunderschön ist unser Ort geworden. Eigentlich weiß ich nicht, was man hier noch schöner machen sollte. Es würde ja ins Endlose gehen. Das ist eigentlich die schäbigste Kirche von allen. St. Schäbus. Sankt Schäppig. Schäppikus. Jetzt machen wir wieder schnell. Ich will mal gucken, wie es jetzt mit unserer Industrie aussieht. Weil viele bauen jetzt wieder Häuser. Mönch nähert sich eurem Dorf. Oh Gott, ich muss schnell zum reichen Malta. Wir brauchen 10 Brot, sonst verhungern wir. Für unsere Gemeinde aus einem Dorf. Wahrscheinlich. Ich würde gerne wissen, ob Spielstände patchkompatibel sind. Ah, Kaffee. Also für so ganz große, ja? Ach, die schönste Uhr weit und breit. Die beste Taverne. Ach so, wie sieht's eigentlich aus mit Jobs? Gebäude. Aha. Ah, das Bar war jetzt eigentlich nicht so das Problem. Das wusste ich. Die haben ja hier hingebaut, oder? Ne, warte mal. Wo habe ich abgeholzt? Das war... Hier? Das war... Mist, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wir finden es raus. Ach ja, genau, warte, ich kann da hier machen. Warte mal. Ha! Ach, hier habe ich gerodet. Ja, stimmt. Hier wollten wir doch noch die Erweiterung machen. Ihr habt ein Vorkommen gefunden. Erz. Oh, noch mehr Erz. Oh. Wir haben einen Grund mehr hier, das Industrie auszubauen. Kann direkt mal den Vogt fragen, ob er hier... Der Vogt. Ob er hier weitermachen will. Ist da oben. Warte mal, was war denn... Das war auch Erz. Schatz mal. Der Schatzige... Nein. Aha. Das können wir auch noch machen. Das ist eine gute Idee. Das ist das jetzt hier, ne? Das ist das hier. Da können wir nämlich diese Erzader hier... Erzen. Wie sieht es eigentlich mit Metallen aus? 333. Edelsteine 31. Gold haben wir wieder plus... Wir haben da noch eine Goldmine aufgemacht. Ach so, warte mal, wir haben ja hier noch eine zweite gehabt. Und... Ach, tut mir leid, ich habe jetzt so viel aufgenommen demnächst. Steinvorkommen. Marmor, Erze. Ach, so schön hier. Sankt Mar. Ich meine, so eine Kathedrale kommt immer noch nicht bauen. Ich meine, das ist groß, aber... Könnte größer sein, finde ich. Mindestens das Doppelte. Aber dafür fehlen irgendwie so die Upgrades. 3. Ja, die müssen das weit wegbringen. Das ist natürlich doof. Da bauen wir ja eigentlich hier noch eine große Kirche, oder? Und noch eine neue Brücke, habe ich ja gesagt, machen wir. Okay, passt auf. Ne, es würde... Warte, wir brauchen erstmal eine Brücke. Eine neue Steinbrücke. Wir finalisieren das Ganze jetzt mal hier. Ich würde eher sagen hier rüber, weil... Ja, und zwar hier. Schön in die Mitte. So. Ne, dann... Ich kann das nicht mehr drehen, ne? Das ist so ein bisschen doof. Schlechtes Wetter, super Nachricht. Oh, es ist auch direkt da. Das haben sie auch vorher angekündigt wahrscheinlich, aber ich war zu blöd, es zu sehen. So. Nee, nochmal. Meine Güte, ist denn...
Es muss ja so sein, schon eher. Was ist aber, wenn ich es wirklich hierhin packe? So. Es müsste eher so sein. Aber gleichzeitig müsste es auch so sein. Da ist die Straße. So. Ja, zwei große Steinbrücken. Dann brauchen wir hier so coole... Aber geht es denn nur da? Das muss doch auch hier gehen. Aha, so. Dann das in die Mitte. Den hier hin. So. Ist das vielleicht ein bisschen zu viel? Nee, Quatsch. Quatsch! Genau so muss es sein! Das ist ein Fenster, das wollen wir doch nicht verstecken. Ist ein bisschen schief, ist aber egal. Da so und da so. Kriegt jemand schon Augenkrebs? Gibt es das überhaupt, Augenkrebs? Wahrscheinlich. Gibt ja bald Krebsimpfungen. So. Aber was ist damit? Ich könnte doch eher sowas bauen, oder? Aber warum hält das denn da nicht? Was ist, wenn ich das wieder wegmache und sage, wir machen irgendwie so. Holztor. Ja, das hat ja nicht funktioniert beim letzten Mal. Das hat auch was, oder? Set ist es well, very schön. Oh ja. Set ist so schön, es well. Es well? Ja, es well. Es ist wunderschön. So. Kommt. Kommt. Ich glaube, wir müssen auch hier eine Taverne bauen. Hier fehlt eine Taverne und eine große Kirche. 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 Ja. Wie viel? 195. Stein ist ein Problem. Hatte ich nicht hier irgendwo Steine bauen wollen? Haben die überhaupt gar nichts zu tun? Doch, haben sie. Wollte gerade sagen. Ich wollte ja schon irgendwo mal Steine abbauen. So ist ja nicht, ne? Aber das haben wir ja gar nicht gemacht. So eine Steinmine oder so. Fünf Steinblöcke. Guck mal, 346. Oh, guck mal, jetzt geht's wieder hoch hier. Sehr gut. Arbeiten die überhaupt noch? Können wir ja noch. Ist ja kein Problem. Löschen. Eins, zwei. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Holzlager gelöscht. Drei. Guck mal, sogar vier Stück. Vier. Merken wir uns das mal. Haut weg die Bäume. Haut sie weg. So, Brücke wird gebaut. Wir können aber nicht zwei große Kathedralen nebeneinander bauen. Wenn, dann müssen die irgendwie hier hin oder so. Jawohl, können wir schon. Ich meine, wir haben es die ganze Zeit so gemacht. Wir können mal eine Kirche bauen. Ne, warte mal, eine... In Stein, Rot, Blau. Rot können wir machen, oder? Ne, Rot ist das hier. Blau war... Blau haben wir noch nicht. Blau haben wir noch nicht. Blau. Glaube ich. Wahrscheinlich brüllt ihr jetzt... Doch! Doch! Nein, tu's nicht! So, jetzt bauen wir Kathedralinski. Vielleicht funktioniert's ja irgendwie... Ich versuch's mal. Wenn es aber hässlich ist, dann eher nicht.
Das ist ja eigentlich, muss es hoch sein, ja? So. So hoch. Nur halt eben vielleicht, aber das ist halt so ein bisschen schwer. Dann mit nochmal. So. Um ein für alle Mal den Kirchenbedarf zu decken, sind wir hier zusammengekommen in die Metropolis. So Bänke über Bänke, ja. Mehrere Etagen. Mehrere Etagen von Bankreihen. Gefährliche Treppen, wo man dann hochsteigen muss zu den anderen Bankreihen, um dann seinen Platz zu ergattern, um der Metropolen super. Das ist natürlich doof. Eigentlich sollte es ja dann irgendwie zu einem auslaufen. Aber ich meine, es sind dann verschiedene, keine Ahnung, Krypten oder Altare für Heiligtümer oder was weiß ich nicht was. Die Doppel-Superkirche. Enormo Maximo. Maxima. Kirchonski. Warte mal, kann ich hier nicht? Warte mal, wenn ich das ausmache. Sagen so, hier, ne? Oder an die Seiten irgendwie. Ah, ne. Fenster gibt's auch nicht. Das ist halt auch sehr schade. Ja, es gibt keine, außer hier. Das hier sieht man natürlich, dass das nicht gerade ist hier. Wenn ich... Oh, shit. Oh nein, das war nicht so gut. Oh Gott. Nein, tu's nicht! Guck mal, hier ist schön... schön flach. Dann wissen wir, dass das... ja, eigentlich... wenn wir es dann wieder hier hinstellen, dann ist es ja nicht so schlimm. Oder doch? Sieht schon schäbig aus. So, und... kann ich keine Goldkreuze oben... ist natürlich jetzt doof. Doppelt gemoppelt ist halt auch doof. Nee, das hängt da drin. Basilica Enormo. Weil ich verstehe nicht, warum es hier nicht einen großen Eingang gibt. Das ist Kirchus Maximus. Einfach nur jetzt, um den Religionsbedarf zu decken, würde ich sagen. Wie viel Platz würde das denn bringen? Irgendwo steht's, aber ich bin jetzt wieder zu blöd, es zu sehen. Kleruspunkt 71, wow. Wartungskosten 807. Ach, Peanuts. Alles Peanuts. Guck mal, es geht sogar. Also, das könnte ich alles auf einmal bezahlen. Aber wir brauchen noch die schönen Dinger hier. Die Gargoyles, die die Stadt bewachen, ist wie bei der Serie Gargoyles. Wenn es noch jemand kennt, die armen Gebäude, wo die mal hochgeklettert sind. Ja. Basilica Maxima. Die größte von allen.
Das wird auch alles abgeholzt. Dann wird das hier alles Wohngebiet. Wir haben ja hier schon einen kleinen Markt. Wir machen aber dann noch einen großen Markt. Vielleicht machen wir den hier hin. Das wäre auch ganz gut. Das wäre eigentlich sehr gut. Pass auf, dann machen wir den hier hin. Noch einen großen Marktplatz. Juwelenwerkstatt, ja. So Sachen, die baut man einmal und nie wieder. In allen Spielen eigentlich. Irgendwie, es sei denn, na gut, eigentlich sollte man sowas ja massenproduzieren. So. Jetzt bauen wir den... Ne, eigentlich müssen wir den Supermarkt ja eigentlich in die Mitte der Stadt bauen. Aber hier bauen wir dann jetzt noch einen anderen Markt hin. So. Also wir haben Essen 4 Stück, richtig? Wir können aber, dass die da auch noch Häuser hinbauen. Also machen wir den schön ins... So. So, dass hier durchlaufen, ne? So. So. 3. 4. Waren. Haben wir nur eine Sache. Machen wir mal 2. Luxus habe ich jetzt vergessen. Machen wir halt mehrere, ist ja auch egal. Können auch noch mehr Warenstände hier reinmachen, ist auch egal. Und eine Taverne in die Mitte, ja? So, Nahrung. 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 Ware. 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 Die Ware, Ware. Luxus. 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 Die müssen da eh bauen. Wir haben sowieso so viel zu tun hier. Lecker, lecker, Schmecker. Lecker, Schmecker. Lecker, Schmecker. Lecker, Schmecker. Jogginghosen. 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 Und, Kräuter. Bienenhonig. Kristalle, Ringe, Müll. So, okay, und jetzt? Wie so ein Jahrmarkt, oder? Das fehlt eigentlich noch, so ein Jahrmarktplatz. So schäbigen, angeblichen, Attraktionen. Bälle werfen und so ein Müll. Ich kann noch ein bisschen verschönern. Gleich. Aha. So. Muss mal warten, bis das gebaut ist. So. Guck mal, das können wir wieder wegmachen. Wer ist das denn da? Achso, das Wohngebiet, ne? So. Sobald die Kirche steht, machen wir das alles zu Wohngebiet und dann gibt es die super, den super Anlauf. Oh, jetzt habe ich vergessen, den Mönch da irgendwie zu bedienen. Egal, mach du mal. Noch mehr Leute, die wohnen wollen. Zeigt, was in euch steckt. Zeigt, was in euch steckt. Oh Gott, das Geld reicht nicht. Okay. Jetzt haben wir Baumaterialmangel. Auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt vielleicht warten sollen, damit die Kirche fertig wird. Aber hier ist schon viel hingebracht worden. Naja, geht's schon. Wir können es ja priorisieren. Z ist kein Problem. Ein Wohnhaus wird gebaut. Ja, wahrscheinlich wird die ganze Stadt jetzt ausgebaut. Guck mal, wir haben nur noch 108 Beeren. Das kann ja was werden. Aber es strömt schon so lange. Es müsste bald aufhören. Was gibt's Schlimmeres? Ich muss jetzt mal alle Märkte durchgehen. Brot ist aus! Oh, Alter! An was mangelt's denn? Mangelt's immer noch an? Nee, daran mangelt's nicht. Okay, wir bauen noch eine Bäckerei. Noch einen Zuckerbäcker. Und zwar, hier ist die Mühle. Der Zuckerbäcker hier hin. Noch ein Zuckerbäcker. Ist ja normal, ist ja kein Zuckerbäcker. Ist ja nur Brot. Du Zuckerbäcker! Ooh.
Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Ach, es ist so wunderschön. Ich bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Ich muss sagen, der Endgame gefällt mir noch besser als der Anfang. Allein schon zu gucken, wie toll die Stadt aussehen kann, ja? Bei anderen Spielen, wo ich so Aufbauspiele spiele, dann denke ich mir so, warum soll ich weiterspielen? Klar, ich könnte die Stadt riesig groß bauen und so, aber es sieht einfach nicht so schön aus, dass das mir irgendwie gefallen würde oder so. Aber bei Foundations ist das erste und einzige bis jetzt, außer das City Skylines noch, ja? Gut, aber selbst da ist die Luft dann irgendwann raus. Überall ist die Luft dann irgendwann raus. Aber hier kann man so ungefähr sagen, okay, ich will jetzt noch das und das bauen. Und so gefällt mir die Stadt. So muss es aussehen. Es fehlt irgendwie noch eine Burg. Für so einen Landadel oder so, die man bauen könnte. Das wäre toll. Und dann wäre das eigentlich schon fast komplett. Ne, man hat ja die Soldaten und ihre Garnison und Türmchen. Aber wie gesagt, es fehlen noch so... Komm, wir schicken jetzt mal auf Militärmission. Raus mit euch! Holt mir Sachen! Reichtümer! Zack. Zeigt, was in euch steckt. Guck mal, die Brücke ist auch schon so gut wie fertig. Können sie denn schon drüber laufen? Ja, vielleicht machen wir das erstmal, dann haben wir wenigstens noch einen Pfad nach drüben. Aber ich kann auch zwei Sachen fokussieren, das ist ganz gut. Guck, wie schnell das geht. Unvorstellbar, echt. Unvorstellbar. Käse, okay. Es geht los. Käserei, Milch, Kühe. Okay, fangen wir an. Kuhstall. Milch. Milchbauer, ne? So war das. So war das! So. Und noch eine Käserei. Kommt auch hier hin. Ach, da wird gebaut. Lustig. Jetzt müssen wir natürlich die Warenproduktion irgendwie... Oh, Fisch! Lol. Aber das ist doch nicht alles wegen dem Regen, oder? Ich weiß ja nicht, ob das wichtig war. So. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Ist natürlich gar nicht gut. Vielleicht sollte ich doch auf die Bäckerei und so fokussieren. Ja, okay, pass auf. Brücke, Fokus weg. Kirche, Fokus weg. Bäckerei, bumm. Milchlappen. Milchkühe-Lappen. Lappenkühe. Meine Bären ist ja kein Problem. Ich meine, ich hatte auch noch ein paar Leute irgendwo. Ich hatte irgendwo... Nee, da ist nix. Jetzt muss der Regen aufhören. Alles, was wir brauchen. Ich könnte einkaufen. Ich kaufe einen. Notfalleinkauf. Notfalleinkauf! Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Ich wiederhole. Alarm, Alarm. Okay, wir kaufen ein. Der Bestand von 300 muss gedeckt sein. Der Bestand von 300 muss gedeckt sein. Und der Bestand von 400 muss... Zack, zack, zack. Käse auch. 200. Das wird niemals so viel sein, was sie da einkaufen, aber... Oh, welche Erleichterung. Beeren pflücken! Los!
Da steht zwar 60, aber das heißt trotzdem, dass wahrscheinlich auf allen Märkten ziemlich viel Flaute herrscht. 0,0,0. Trotz allem. Mal gucken, ob der Fisch jetzt auch hochgeht. Siegreich, weiter. Verfügt weiter über meine Soldaten. Ich bestimme über Leben und Tod. Guck mal, 56 Schmuck. So muss das sein. Aber ein bisschen mehr Gold wäre toll gewesen. Aber dafür hat man seine Soldaten. Man kann sie halt immer wieder in den Kampf schicken. Ich Monster. Ich lasse die jetzt stehen, weil die haben wahrscheinlich überall Holz auch gelagert. Das muss mal abgeholt werden, weil das brauchen wir sehr viel. Obwohl 420, 430. Ich werde wahrscheinlich bei Holzfäller gleich erstmal entlassen. Weil wir die für was anderes brauchen. Das geht weiterhin runter. Bären gehen hoch. Okay, Fisch ist ein Problem. Ist noch alle da? Vielleicht bauen wir noch einen. So, dann haben wir doch einige. Zwei mehr. Ich glaube, Brot sollte ich hier eigentlich auch hinbekommen. Oh. Gold! Wir haben Gold gefunden! Sehr gut. Ich glaube, ich hatte aber nochmal irgendwo Gold. Das ist nochmal Gold. Siehst du, genau. Ich wusste auch, dass da noch ein Gold ist. Null Bewohner. Woran liegt das? Okay, was fehlt? Komfort, ja, gut, jetzt müssen wir gucken, dass das alles funktioniert, aber Komfort, Häuser, jetzt muss erstmal alles gebaut werden, bevor wir das jetzt nie... Okay, Wasser, Wasser. So. So. Komm schon, ist fast fertig. Angriff. Hier bringen wir schon auch nochmal Werkzeuge mit. Oh, Bären gehen tatsächlich nicht mehr so hoch. Okay. Sammler. Milchhof gebaut. Ich weiß ja nicht, wann es zu viele Kühe sind. Ein paar Kühe mehr oder weniger macht ja auch nichts. So. Zwei Käser. Kommt jetzt noch die Dingens. Ist eigentlich unser Kornspeicher. Ah, Weizen, Hopfen. Ach, hier oben wollte ich doch was ändern. Okay, alles klar. Da kommt jetzt sowieso erstmal Weizen rein. Ist egal. Dann soll der Hopfen jetzt sterben. Dann soll der Hopfen sterben! Habt ihr das gehört? Blasphemie in deutschen Ohren. Ah, okay, es steigt wieder leicht. Ja, gut. Komfort. Hey, die Leute müssen jetzt ihre Häuser bauen. Wenn sie überhaupt was zum Bauen haben. Gut, jetzt ist die Frage. Guck mal, hier können wir nicht mehr so viel machen. Du bist gefeuert, du bist gefeuert. Du bist gefeuert, wa? So, sollte ein Papagei sein. So, das ist gut.
Rohmaterialien fehlen. Was denn? Käserei. Ja, Milch fehlt. Ich hab's verstanden. Aber wir haben, glaube ich, kein Lager, in dem Milch reinkommt. Irgendwo vielleicht, aber... Das ist mal... Natürlich jetzt... Eine gute Frage. Wir haben diverse Bierlager. Aber Milch? Hallo? Wolle, Kleidung. Kleidung, Wolle, Wolle, Kleidung. Noch mehr Kleidung und Wolle. Pass auf, machen wir jetzt. Speicher. Nur für Milch. Bumm. Speicher. Nur für Käse. Bumm. Fisch haben wir ja irgendwo, weil wir haben ja viel Fisch gelagert. So, nochmal zwei Fischer. Käse. Bäckerei fehlt. So, Bäckerei. Bei Broten ist das auch so eine Frage. Ich könnte ja aus einem Käse Brot machen und aus dem einen nur Milch. Oh, die sind wieder da. Guck mal. Bring ein paar Peanuts mit. Ist der nicht schön, der Brunnen? Der ist so wunderschön. Da ist die kleine Bruchbude. Ist schon hässlich, oder? Da können die ganzen Pfarrer lernen. Guck mal, wir haben plus... Boah, 9000. Jetzt erstmal kein... Jetzt haben wir erstmal kein Plus, quasi. Okay. Es läuft. Wir haben genug Bretter da, Steine. Die Leute können Häuser bauen, wenn sie könnten. Der Mönch nähert sich meinem Dorf. Achtung, schließ die Tore! Hier wird trotzdem weitergebaut. Stoff fehlt. Da ist aber alles da. Es fehlt nur nichts Wichtiges. Gold halt, aber das ist ja Standard. Milch, ja, kommt noch. Mehl haben wir da für Brote. Ich könnte noch eine Mühle bauen. Aber erstmal haben wir noch genug Mehl. Wir warten damit noch, dass eine Mühle immer noch reicht. Ein Bäcker. Ich meine, das ist krass. Wie viel Brote macht der? Guck mal, der eine Bäcker für eine Stadt. Alter Schwede. Kann ich auch Wasser einlagern? Das wäre es ja. Ich habe kein Mehl. Ich glaube, ich habe kein... Warte mal. Wir müssen mal kurz die Kornspeicher aufmachen. Gebäude. Speicher hieß sie nur, ne? Ups. So. Das ist ja gar nicht so kompliziert. Wir gucken einfach nur, ob wir alles abdecken, was wir brauchen. Traubenwein, Wein, Hopfen, Milch. Das ist noch so ein Mischmasch hier. Wo ist der denn hier? Das ist noch so ein Oldschool-Ding. Hopfen kann da raus. Wir haben nämlich genug Hopfen. Dann muss 100 Hopfen sterben. Wir haben 400 Hopfen. Ich habe doch ein Hopfenlager. Warte mal. Hopfenweizen. Wo ist das Hopfenweizenlager? Ich habe echt nur ein Hopfenlager. Aber Hopfenlager sind voll. Warte mal, wo ist das denn hier? Da. Ich könnte noch so ein Lager bauen. Eins nur für Hopfen und eins nur für Weizen. Aber es ist eigentlich gut, wenn alles irgendwo mal so ein bisschen gespeichert wird. Okay, wir sehen Mehl und Brot. Brot haben wir und Weizen und Fisch. Okay. Vielleicht lassen wir die Mischmaschlager einfach bestehen. Und ich ändere daran nichts mehr großartig. Wir bauen neue Lager, wie ich es gesagt habe. Da ist ein Weizenlager. Hab ich doch gesagt, dass wir Weizenlager haben. Trauben. Da, ein leerer Platz. Wo ist der denn? Ist das das neue Lager schon? Nee, das ist ein altes Lager. Das habe ich... Okay, das ist ein altes Lager. Da ist noch ein Lager. Nee, das habe ich eben gebaut. So, also, das hier war Milch. Milch, Milch, Milch. 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 So, und das hier wird Mehl.
Ne, Mehl machen wir noch. Das wird jetzt das Käselager. Ja? Das sind die Käseträger. Da haben wir noch Milch und Käse. Pass auf, das könnte ich zum Beispiel ändern. Wo ist das denn hier? Ah, wohl. Nein, das lassen wir auch stehen. Am besten, man ändert keine alten Lager, baut einfach neue. So, wir haben Milch und Käse abgeschlossen. Jetzt machen wir ein Mehllager. Mehl, 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 Mehl. Auch noch ein Wildschwein-Dingens. Ich meine, ich könnte auch einfach noch eine Mühle bauen, ist doch egal. Mehl geht jetzt definitiv runter, da müssen wir jetzt nachpumpen. Hat vorher gereicht, aber die Frage, ob es jetzt reicht. Mühlenski? Wunderschön, okay. Boote werden schon irgendwo abgeholt oder gelagert, das wird schon funktionieren. Wir brauchen einfach Lieferanten nur für diese eine Sache. Das ist halt schon echt wichtig. Sollen wir einfach noch einen Milchbauern bauen? Wir bauen noch einen Milchbauern. Was soll's. Guck mal, das ist fast fertig hier. Okay, alles klar. Oh Mann, es wächst. Es wächst, während ich hier... Oh nein, das nicht. So. Dios mio. Das sollte ja was werden, oder? Da bin ich immer gespannt, ob die Leute da hinziehen wollen. Weil Wohnraum haben wir jetzt. Wir warten noch mit dem Rest. 82, es steigt wieder. Gottesdienst wird bald auch funktionieren, keine Sorge. Milch steigt. Das Brutto-Milchprodukt. Ja, Kleidung ist kein Problem. Wahrscheinlich müssen wir noch ein paar Schneider bauen, aber alles andere ist super. Unzureichende Behausung. Nein, eigentlich nicht. Das Thema ist vom Tisch. Ich könnte versuchen, irgendwo noch mehr Land zu bestreiten. Ich meine, hier kann man bauen. Guck mal da, der ganze Hügel soll... Nee. Das ist gut, so wie es ist. Das ist alles gut, wie es ist. Dann sollen die Leute halt weiter wegziehen. Dann ist das so. Frage, ob sie jetzt hier überall Häuser hinbauen wollen. Alter, guck mal, wie groß. Wunderschön. Das Waltertal. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des genannten Dorfes. Supertal. Ich finde, die Tage müssten länger dauern. Die Pausen und so. Ich habe ja nichts gegen die Pausen. Das Problem ist aber, dass einfach die Arbeit, die Zeit zu schnell verrinnt. Das ist das Problem bei den meisten Spielen. Ich finde einfach, dass die Tage länger dauern sollten. Dann wären die
hätten die Leute auch kein Problem mit dem Arbeiten. Weil einfach aber, wenn die halt zu weit weg wohnen. Das Problem ist, hier sind sehr viele Arbeitsstellen. Eigentlich müsste ich hier erweitern, aber das habe ich ja schon. Ich habe ja schon erweitert. Das habe ich ja schon. Aber hier sind ja, also da könnten sie hinbauen. Ich wette, da gibt es noch ein paar mehr Bauplätze. Fisch geht wieder hoch, Brot geht wieder hoch. Obwohl, ich weiß nicht, ob es gekauft wurde oder was auch immer. Aber die Produktion sollte jetzt wieder okay sein eigentlich. Werden oder okay werden. Guck mal, Kleidung immer noch Mangelware. Obwohl, geht runter, Scheibenkleister. Schon wieder das Problem. Moment, direkt noch zwei neue Schneider. Ja, hier haben wir die Superlager. Ich meine, was soll's. Zwei neue Schneider, bitte. Warte mal, ich habe doch eben noch ein paar Sachen gebaut und jetzt schon wieder vergessen. Okay. Sammler hier, ne? Das sind die Marktstände, aber die sind ja noch nicht. Da warte ich lieber noch, bis es fertig ist. Puh. Na gut, liebe Leute, ich muss leider nicht aufhören. Wir sind schon bei 40 Minuten dran. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder nächste Folge bei Foundation. Und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute.